Telefonabrechnung notwendig war, die Verbindung aufzuschreiben. Sobald die Verbindungen abgerechnet waren, haben die Telekommunikationsunternehmen das gelöscht. Heute sagt der Staat, angesichts der Flatrate braucht ja heute keine mehr Verbindungen aufschreiben. Wir wollen, dass alle Daten, wer hat mit wem wann telefoniert, wer hat wem wann eine SMS geschickt, wer hat wem wann eine E-Mail geschickt, wer war wann auf welcher Internetseite, dass alle diese Daten über Monate aufgehoben werden, weil in der Summe aller Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gibt es auch einzelne Menschen drunter, die Verbrechen begehen. Und deshalb werden alle Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechten beschwert, weil es auch Verdächtige in der Bevölkerung gibt. Das ist eine Logik, alle Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechten einzuschränken, und sie zu behandeln wie Tatverdächtige, die wir uns als selbstbewusste, unbescholtene Bürgerinnen und Bürger nicht gefallen lassen. Und wer sagt, wer nichts begangen hat, hat auch nichts zu verbergen, versteht nicht, dass in den, da wo Daten gesammelt werden, werden sie einmal legal gebraucht, aber sie werden auch immer missbraucht. Deshalb ist der oberste Grundsatz des Datenschutzrechts Datenarmut, Datensparsamkeit. Wo man ein Datum nicht braucht, soll man es nicht speichern, weil es kann immer in die falschen Hände gelangen. Kann man daran sehen, vor einigen Wochen konnte man einen Bericht lesen, da sind Daten-DVDs von den Steuerbehörden in Großbritannien irgendwo anders aufgetauscht, weil sie jemand weggeworfen hat. Da waren die Steuerdaten von Millionen von britischen Bürgerinnen und Bürgern drauf. Also deshalb keine unnötigen Datensammlungen, weil ansonsten kann die privatesten Dinge...